hoffentlich noch nicht Nacht genug. Jetzt geht's aber schon klar. So. Und da vorne ist dann auch schon schöner, da wird es nämlich allmählich schon was ins Terrain gepustert. Und ich hoffe einfach, dass ich das Ding so schön in meine Landschaft integrieren kann, dass man später nicht mehr, dass das hier mal total anders ausgesehen hat. Das wäre cool, wenn man das schafft. Das ist immer schön, wenn man das schafft. Ich finde es auch schön, dass hier immer noch wieder so richtig schön knallgrünes Laub ab und zu dabei ist. In den Bäumen. Das ist eine schöne Abwechslung. Das sieht man zumindest noch im Ansatz, wie das hier mal ausgesehen hat. Bevor diese Riesen-Map-Konvertierung kam. Bei der ich eigentlich ein Backup hätte anfangen sollen. Ja, aber ich habe jetzt ein Backup schon gezogen vor dieser Aufnahmesession. Also das ist Backup Beta 1.3. Mal schauen, ich werde jetzt nicht nach jeder Aufnahmesession Backup ziehen oder so. Alle 2 bis 3 Updates wäre glaube ich schon sinnvoll. Das ist jetzt so meine Meinung. Dim, dim, dim. So. Und hier dann das nächste Dingens. Lalala. Sieht schon, ich komme mehr schon auf die Oberfläche. Ich glaube, ich werde die definitiv hier ab hier jetzt nicht mehr durch Steine ersetzen. Das ist den Außenseiten relativ praktisch, damit man weiß, wo man gerade sich halt befindet. Das ist ja eher orientierungstechnisch, weil sehen wird man das im Endeffekt eh nicht mehr. Und halt sehen, dass wenn ich nur da wo halt das Ganze aufgeschüttet wurde, also da wo hier in meinem Fall der Cobblestone ist. Das ist auch gut so, dass man da sieht. Wird halt ein etwas ungewohnter Anblick dann sein, wenn hier überhaupt keine Bäume mehr stehen. Und aktuell sieht man ja hier immer schön im Wald. Und man sieht, dass die beste Burg nicht mehr wirklich geladen wird, wenn ich hier hinten bin. Oh Gott, oh Gott. So, muss ich hoch. In einem Baum fällen. So.
immer weg mit dem Holz. Ich glaube, die natürliche Einbindungsarbeit, dass das Feld dann auch in der Umgebung angepasst wird, auf allen Seiten. Nicht jetzt, sondern da Robot geht, sondern dann tatsächlich auch die Technik geht. Weil aktuell ist das nicht nur die endgültige Technik, sondern das ist nur der Unterbau, wo dann erstmal die Wasserleitung rein muss und dann der endgültige Feldboden drauf. Und das erst wenn der endgültige Feldboden drauf ist, werde ich dann auch anfangen, das dann so in die Welt zu integrieren. Vorher ist es nicht ein bisschen für die Katz, sag ich mal. Quasi nichts. So. Good job, you scared it. Gonna have to fight it. Da war sie mal wieder, die Stimme. Terraformen für Anfänger. So geht es. Ich glaube, ich lasse den Wald unten einfach mal wirklich stehen. So wird es zumindest immer ein paar dieser lustigen Bäume mit dem verschiedenen Laub in der Welt geben. Für den Fall, dass ich woanders halt, ja, dass sie da halt abgeholzt werden müssen, weil sie irgendwie im Weg stehen. Schaf. Wer wieder über den Kies fällt. Da hinten merkt man schon ziemlich hardcore, dass es sehr krass über dem Ganzen steht. Hier eine sehr stark diagonale Linie hochziehen, dass man da auf den Hügel kommt. Ich denke, das ist jetzt, wie es jetzt ist, ist das ein relativ guter Kompromiss. Noch höher wird es halt hier gut an den Berg anschließen, aber ich denke, das wird es auch so später dann mal. So. Gehe jetzt hier mal runter wieder. Und, wie ging das? So war das. Genau. Mist. Also kann ich sogar durchdrücken. Das ist eine. Das ist schön. Das heißt, ich kann so lange durchdrücken, bis ich am Ende angekommen bin. Bis irgendeine Taste, warum auch immer, aufhört, sich als gedrückt zu melden. Oder bis das passiert. Das ist natürlich auch eher etwas optimaler. So. Oh Gott, wir haben keine Steine mehr. Das ist viel Stein. Oha. Ich glaube, da haben wir normalen PC wäre jetzt. Oh, Mist! Die Einrastfunktion eingegangen. Ah, schade, ich bin doch runtergefallen.
erstmal wieder hoch. Wow. Das war jetzt super. Wo ich aber gerade eh hier bin, also eh schon unten bin, kann ich mir auch gleich noch einen Stein holen. Und Holz abladen. Jetzt den lasse ich mal im Inventar, weil da werde ich sowieso später neue kriegen. Auch wenn es eher unfreiwillig ist. Die arme Leertaste. Nacht überspringen. Und wieder eine Ebene tiefer gehen. Da hat die Leertaste nicht reagiert. Immer sehr Spaß. Man sieht es auch schon unten, wie wunderschön dunkel das dann da wird. Da wird dann einiges spawnen. Also wirklich einiges. Es wird eher weniger schön. Kommen. Und noch ein Stein. Wieder, das ist zum Glück überhaupt nicht eintönig hier. Wie gut es hier funktioniert, dass man noch manuelles Abbauen Setzlinge bekommt. Ich glaube, hier ist allgemein die Drop Rate von Setzlingen deutlich höher als mittlerweile. Plattform, die ihresgleichen sucht. Ich glaube, bei diesem Feld werde ich mehr Cobblestone setzen, als ich bei einer Burg bisher getan habe. Da habe ich auch schon nicht gerade wenig gesetzt. War wahrscheinlich vor allem viel abgebaut. An manchen Stellen. Sind die ein? Wieso höre ich die hier unten so, als wenn sie neben mir stehen würden? Ist aber total unlogisch. Na gut, die sind eigentlich schon ziemlich laut, die Tiere, aber so leid doch nur auch wieder nicht. Frage, ob ich da unten den Kies noch mehr holen werde später. Also schon ein ziemliches Loch da. Und hat schon über die Dunkelheit eine Blume.